Wir sind hier am Speikboden, den Hausberg von St. in Daufers. Einen wunderschönen 360-Grad-Blick, wie ihr seht. Hinter uns haben wir den Alpenhauptkamm. Das ist die Südseite der Zillertaler Alpen. Also wir sind auch wetterbegünstigt auf dieser Seite hier. Wir haben so über 80 Gipfel, die höher als 3000 Meter sind. Also es ist ein Wander-Eldorado hier. Es ist ein sehr raues Tal, das Armtal, und man muss es sich einfach ein bisschen erwandern auch. Aber wenn man sich erwandert, dann öffnet es einen sich und man wird immer belohnt. Für jeden Höhenmeter, was man hier steigt, kriegt man das Doppelte und das Zehnfache zurück. Und das ist einfach super. Wir haben sehr viele Höhenwege hier auch, die immer unter der Schneegrenze entlang auch gehen. Das ist für den gemütlichen Wanderer. Machst wenig Höhenmeter, aber bleibst immer auf 2000. Und dann haben wir im hochalpinen Bereich, haben wir ungefähr auf 2500 sehr lange und schöne Höhenwege. Die sind dann auch anspruchsvoll und es muss eben schon einer auch dann die entsprechende Ausrüstung haben und auch ein bisschen alpines Wissen mitbringen. Was noch ganz super ist, wir haben sehr viele Gehberge. Also es sind sehr viele hohe Berge hier, zum Beispiel 3000er, die bis auf den Gipfel markiert sind. Und das Einzige, man braucht da nicht sehr viel technisches Wissen, sondern man braucht nur ein bisschen gute Kondition, ein paar gute Wadel und dass man gerne geht. Dann kommt man hier relativ ohne Technik sehr hoch hinauf. Wir haben über 60 bewirtschaftete Almen hier auch in dieser Region. Also den einzigen Fehler, was man hier machen kann, ist in der Früh nicht die Wanderschuhe anziehen und rauszugehen. Also, und man kann die Wanderungen hier unendlich zusammen kombinieren, weil man kann überall zusteigen, man kann überall absteigen, man kann sie verlängern und man kann sie auch verkürzen. Also es gibt einfach unendliche Möglichkeiten. Es braucht nur die Fantasie des Wanderers und die Lust zu gehen. Ansonsten kommt zu uns und wir geben euch die besten Tipps. Ich bringe euch nicht auf die klassischen Orte hin, wie zum Beispiel den Speikboden oder sonst irgendwo hin, denn dort wandern die Gäste, wenn sie ein bisschen wanderaffin sind, alleine. Ich bringe euch gerne in solche Orte hin, die ein bisschen versteckt sind, wo ihr alleine nicht hinkommt. Und wir haben sehr viele solche tolle Orte hier.